Dies ist ein Gebet von David, wo er sagt, höre mich, o Herr, und antworte mir, denn ich bin hilflos und auf dich angewiesen. Rette mein Leben, ich gehöre doch zu dir. Hilf mir, denn auf dich setze ich mein Vertrauen. Du bist mein Gott, dem ich diene. Den ganzen Tag rufe ich nach dir. Hab doch Erbarmen mit mir, Herr. Schenk mir wieder neue Freude. Nach dir sehne ich mich. Du, Herr, bist gut und zum Vergeben bereit. Unermesslich ist deine Gnade für alle, die zu dir beten. Höre, Herr, mein Gebet. Ich flehe zu dir. Ich weiß weder aus noch ein. Darum schreie ich zu dir und du wirst mich erhören. Kein anderer Gott ist wie du, Herr. Niemand kann tun, was du tust. Du hast alle Völker geschaffen. Sie werden zu dir kommen und dich anbeten. Sie werden deinen Namen rühmen und ehren, denn du bist groß und vollbringst Wunder. Nur du bist Gott, du allein, Herr. Zeig mir deinen Weg. Ich will dir treu sein und tun, was du sagst. Gib mir nur dies eine Verlangen, dir mit Ehrfurcht zu begegnen. Mit ganzem Herzen will ich dir danken. Herr, mein Gott, für alle Zeiten will ich deinen Namen preisen. Denn deine Liebe zu mir ist unfassbar groß. Du hast mich dem sicheren Tod entrissen. Hochmütige Menschen fallen über mich her. Sie tun sich zusammen und schrecken vor keiner Gewalt zurück. Ja, sie trachten mir nach dem Leben. Du, Herr, bist ihnen völlig gleichgültig. Aber du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß, deine Liebe und Treue kennen kein Ende. Darum wende dich mir zu und hab Erbarmen. Gib mir deine Kraft und rette mich. Dir bin ich treu ergeben, Herr. Gib mir ein sichtbares Zeichen deiner Güte, dann werden alle, die mich hassen, sich schämen, weil du mir geholfen und mich getröstet hast. Psalm 86. Was für ein Psalm. Und was für ein Trost in der Bedrängnis, die jeder Mensch in irgendeiner Weise und irgendwann einmal erlebt. Die entscheidende Frage, an wen wendet man sich dann in solch einer Situation? Zum Glück hat uns hier David wieder die Richtung gezeigt. Zum Herrn alleine. Denn er kann uns helfen wie kein anderer. Wenn du bedrängt bist und in Not bist, dann geh zum Herrn und er wird dir beistehen. Im Lehrtext haben wir auch einen Hinweis, wie wir aus der Bedrängnis rauskommen, von der David ja auch in seinem Psalm 86 gesprochen hat, dass man sich nicht einfangen lässt durch fremdartige und schillernde Lehren. Da heißt es ja, lasst euch nicht durch schillernde und fremdartige Lehren verführen. Hebräer 13, Vers 9. Davon gibt es ja eine ganze Menge. Auch in der heutigen Zeit gab es damals, zur Zeit Jesu und auch schon vorher, weil der Feind immer wieder bedacht ist, Menschen wegzuführen von der Wahrheit, von seinem Wort und von dem, was wirklich zählt im Leben. Nämlich Gottes Wort, in dem Leben ist. Und da haben wir nur die eine Möglichkeit, uns immer wieder danach auszurichten und nicht von schillernden, also faszinierenden, fremdartigen Lehren verführen. Nun, wie können wir das überprüfen, was schillernd und fremdartig ist? Ich glaube, der Maßstab ist letzten Endes immer wieder Gottes Wort selbst, ob es Prüfung standhält mit dem, was die Bibel sagt und lehrt. Und ich glaube, dass jeder, der darauf bedacht ist, sich danach auszurichten, wird auch mit Gottes Hilfe durch seinen Geist erkennen, was Sache ist und was nicht Sache ist. Wie es ja auch versprochen wird, dass der Geist wird uns lehren und führen in aller Wahrheit. Und das möge er auch heute tun und dich beschützen und dir helfen. Besonders die Geschwister, die angefochten sind durch körperliche Gebrechen, durch Krankheit, durch, wie es scheint, aber nur scheint, durch eine unsichere Zukunft.
wie gesagt, es ist nur scheinbar so, denn unsere Zukunft ist gesichert, wenn wir zu Jesus gehören und wenn er unser Heiland und Erlöser ist, dann sind wir in ihm geborgen, mag kommen, was mag. Ja, mit diesen Worten wünsche ich dir auch noch einen guten und einen schönen Tag.